Zukunft der Menschheit war die Strahlen. Ich bin stolz, dienen zu dürfen. Hi. Ich habe eine Reihe von Gegenständen, die bei ihren Oberflächenmissionen nützlich sein dürften. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Sehr bald. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Eine gute Idee. Hoffentlich können wir Gewalt verhindern und Leben retten. Ja, das ist ein Ziel. Und wenn du der neue Direktor des Instituts sein willst, solltest du das übernehmen. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer persönlichen Freiheit.
Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... Eine Tragödie für alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft ist sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Ich könnte frische Luft vertragen. Charmant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch sein. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Die Sache mit Scarlett hat nicht so richtig funktioniert, aber das ist okay. Travis. Ich habe nicht vergessen, was du für mich getan hast. Okay, versuchen wir das. Das vielleicht hier hin? Meine Radioshow ist. Okay. Rein damit. Hey, Travis. Oh, hey. Geht's dir?
Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Quentin. Aber ich kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Heute ist alles möglich. Eines Tages entwerfe ich einen effizienteren Reaktor, um diesen alten Schrott im Keller zu ersetzen. Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Alles geschafft. Er ist bereit, wenn wir es sind. Gut. Wenn der Reaktor in Betrieb ist, schalten wir uns in die Übertragung ein. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu überleben. Nie wieder müssen wir uns um Ressourcen Sorgen machen. Meine Mutter und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das Institut wirklich die Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen. Sean. Irgendwann, Mutter, gehört das alles dir. Hier ist es.